In diesem letzten Kapitel geht es nun um das Thema, wie halte ich mich aktuell bei OER? Das ist ja sehr dynamisch, OER, da passiert ja ganz viel. Genau, mit diesem Kurs haben wir ja schon ganz gut die Grundlagen gelegt und ich glaube, jeder versteht so ein bisschen, was man damit machen kann. Aber wenn sich das Thema jetzt danach noch wandelt und es gibt neue Gesetze und neue Plattformen, wo kriegt man denn die Infos her? Es gibt ein OER-Camp in Berlin im November. Und es gibt Fachforen. Und sogar ein OER-Festival. Und es gibt Webseiten, wo das draufsteht. Und sogar Podcasts, Zugehört. Zugehört. Und es gibt noch weitere Portale? Ganz bestimmt. Also es gibt ganz, ganz viel, wo ihr euch, sie aktuell halten könnt. Und ein paar davon zeigen wir euch jetzt hier noch im Kurs.